Heute steht das Revierderby an und was gibt es Schöneres als Dortmund gegen Schalke? Ganz ehrlich, mir fällt da nicht viel ein und genau aus diesem Grund, Freunde, gibt es heute 10 Fakten zur Mutter aller Derbys. Fakt 1. Das Derby Dortmund gegen Schalke ist seit 1057 Tagen erstmals wieder ausverkauft. Aufgrund der Maßnahmen der letzten Jahre und dem Abstieg der Königsblauen mussten wir fast 3 Jahre darauf warten, dass diese Partie endlich wieder vor einem vollen Stadion angepfiffen wird. Aber jetzt ist es endlich wieder soweit. Fakt 2. Schalke ist seit 4 Spielen in Folge torlos gegen den BVB. Endet heute vielleicht die Durststrecke der Schalker oder bauen die Dortmunder diese Serie weiter aus? Fakt 3. Bis zu zusammengerechnet 21 Spieler stehen hier vor ihrem Derby-Debüt. 5 beim BVB und gleich 16 auf Seiten der Schalker. Nur 2 Schalker haben überhaupt Revier-Derby-Erfahrung. Und zwar die beiden Keeper Ralf Herrmann und Michael Langer. Fakt 4. Rafael Guerreiro ist mit 4 Toren der Spieler mit den meisten Derby-Toren der aktuellen Spieler beider Kader. Bei Schalke stehen logischerweise alle bei 0. Der Rekord der meisten Tore hält beim BVB übrigens Lothar Emmerich mit 10 Treffern. Bei den Schalkern teilen sich Klepinger, Fischer, Kurani, Hünteler und Thon mit je 5 Toren den ersten Platz. Fakt 5. Mats Hummels kann bei einem Sieg den Rekord der meisten Siege von Michael Zorc einstellen. Und zwar 10 an der Zahl. Bei Schalke hat übrigens Klaus Fichtel mit 9 Siegen die beste Bilanz. Fakt 6. Jiří Němec ist der einzige Spieler, der 2 rote Karten im Derby vorzuweisen hat. Ansonsten steht Schalke bei insgesamt 6 roten und der BVB bei insgesamt 8 roten Karten. Fakt 7. Youssoufa Moukoko ist mit 16,2 Jahren der jüngste Derby-Debütant. Der jüngste Schalker war Julian Draxler mit 17,4 Jahren. Klaus Fichtel war mit 41,32 Jahren übrigens der älteste Schalker und Alexander Bade für den BVB mit 37,47. Fakt 8. Die meisten bestrittenen Spiele haben Roman Weidenfeller und Klaus Fichtel mit jeweils 24 Partien. Da müssen sich die Rivalen den Rekord teilen. Fakt 9. Unter den aktuell aktiven Spielern hat Mats Hummels mit 19 Einsätzen alleine mehr Spiele absolviert als der gesamte Schalker Kader, der insgesamt 12 Einsätze vorzuweisen hat, von denen alleine 11 auf das Konto von Ralf Herrmann gehen. Dementsprechend steht fest, sollte Schwolo sich nicht verletzen, dass die gesamte Schalker Startelf vor ihrem Derby-Debüt steht. Und zu guter Letzt Fakt 10. Die meisten Tore. 3-mal fielen 8 Treffer, 2-mal hat Dortmund mit 6:2 gewonnen und vor nicht allzu langer Zeit hagelte es 8 Tore beim legendären 4:4 in der Saison 17-18, wo Schalke ein 4:0 aufgeholt hatte. So Freunde, das waren auch schon die 10 Fakten zum Revierderby. An der Stelle würde mich mal interessieren, welches Derby euch persönlich emotional am meisten berührt hat, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Das lustigste Erlebnis hatte ich tatsächlich beim 4:4. Beim Stand von 4:0 wurde ich damals von einem Freund spontan ins Kino eingeladen und ich dachte mir, okay, das Spiel ist eh durch. Da werde ich wohl nicht mehr so viel verpassen können. Und dann komme ich aus dem Kino raus und es steht 4:4. An der Stelle, wie gesagt, euer Erlebnis gerne mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weiter mit am Ball bleiben wollt, dann vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. In dem Sinne, macht's besser und bis zum nächsten Mal.